Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal auf German HD. Ja, meine lieben Freunde, in diesem Video geht es um Folgendes, und zwar wie ihr euer GTA 5 mal wieder ordentlich auf Vordermann bringt, um es richtig vernünftig spielen zu können und so weiter und so fort. Ich kriege häufig die Nachrichten bzw. Kommentare von Abonnenten, dass sie irgendwelche Probleme haben, dass ihr Spiel immer abstürzt, dass irgendwelche Fehlermeldungen kommen. Aber dass das Spiel abstürzt und Fehlermeldungen, dass ihr diese Fehlermeldungen bekommt, dass euer GTA mit diesen Mods nicht startet, das hat verschiedene Gründe. Das kann an irgendeiner Mod liegen, die nicht kompatibel ist mit einer anderen Mod oder irgendwas nicht installiert worden ist, was ihr eigentlich installieren müsst, weil es hat sich natürlich ein bisschen was geändert in Sachen GTA 5 Modding und das müsst ihr natürlich beachten und ihr braucht auch gewisse Dateien und andere Dinge, die ihr in euer GTA 5 Verzeichnis einfügen müsst, um wieder vernünftig GTA zu spielen. So, und in diesem Video zeige ich euch, was ihr alles braucht, um euer GTA 5 wieder richtig auf Vordermann zu bringen, also wieder richtig flott zu machen, ohne dass ihr irgendwelche Fehlermeldungen bekommt, ohne dass euer Spiel abstürzt beim Ladevorgang oder sonst irgendwas. Deswegen bitte ich euch, guckt dieses Video bitte bis zum kompletten Schluss zu Ende, weil sonst vergisst ihr wieder irgendwas oder überspringt irgendwas und dann funktioniert euer GTA wieder nicht, weil ihr irgendwas vergessen habt oder nicht richtig gemacht habt. Deswegen schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende und wenn ihr Freunde habt, die das gleiche Problem haben, dann schreibt doch einfach bzw. teilt das Video mit euren Freunden, die dasselbe Problem haben, um diesen Fehler zu beheben. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, euch gefällt dieses Video jetzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesem ganzen Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, aufmerksam zuhören, Freunde, konzentriert bleiben. Und ich würde sagen, legen wir los mit dem Video. So, Freunde, was müsst ihr als allererstes machen? Wie gesagt, hört aufmerksam zu. So, ihr geht erstmal ins Internet. Dann braucht ihr als allererstes den aktuellen Script-Hook, weil den braucht ihr, weil sonst funktioniert nämlich gar nichts. Warum habe ich eigentlich so einen scheiß Browser? Auf jeden Fall geht ihr dann ins Internet und gebt ein GTA 5 Mods. So. Ich benutze jetzt den Chrome-Browser, weil das Problem ist, bei dem Firefox, den ich verwende, als Standard-Browser eigentlich, da ist das Problem, dass ich da den Script-Hook nicht runterladen kann. Wenn ihr das Problem habt, dass wenn ihr das über einen Firefox macht und ihr könnt den Script-Hook nicht runterladen, dann macht das über einen anderen Browser, weil bei mir funktioniert das irgendwie bei dem Firefox nicht, dass ich den Script-Hook 5 runterladen kann. Deswegen nehme ich den Chrome-Browser. Wenn ihr das gleiche Problem habt mit Firefox, nehmt einfach einen anderen Browser. So, dann geht ihr auf den Script-Hook. Das ist jetzt die aktuelle Version. Dafür geht ihr, wie gesagt, auf Programme. Einmal draufklicken und dann auf Mods mit den meisten, hier mit den meisten Likes. Da findet ihr das nämlich sofort. Dann braucht ihr das nämlich nicht erst in der Suche eingeben. So, ihr braucht den Script-Hook. Den ladet ihr euch dann runter, da müsst ihr dafür einmal hier draufklicken und dann einmal auf Herunterladen und dann werdet ihr weitergeleitet auf diese Seite hier. Hier klickt ihr dann einmal drauf auf Download und dann beginnt ihr auch schon mit dem Download. So, als nächstes braucht ihr den Community Script Hook 5, den braucht ihr auch. Da geht ihr aber wie gesagt einfach einmal drauf, einmal auf Herunterladen. Dann werdet ihr wieder weitergeleitet auf diese Seite hier und der beginnt auch schon hier mit dem Download. So, als nächstes, jetzt können wir wieder den Dings verwenden, den Standard-Browser bzw. mein Standard-Browser. Weil, wie gesagt, das funktioniert nur bei dem Script-Hook 5 irgendwie. Bei mir komischerweise nicht, wieso, keine Ahnung warum. So, dann braucht ihr... Wo haben wir es denn? Skripte, genau. Das Menü-Mod-Menü.
So, und da habe ich schon mal ein Video zugemacht, aber bei einigen hat das nicht funktioniert. Deswegen mache ich das jetzt Ganze noch einmal. So, ladet euch nicht das hier runter, nicht die Version 1.0.1, weil das funktioniert nämlich nicht, weil dann startet euer GTA nicht und stürzt immer ab. So, deswegen, wenn ihr hier drauf geht, geht hier auf diesen Link, der unten in den Kommentaren steht. So, da müsst ihr draufklicken und von dieser Seite hier müsst ihr das Mod-Menü downloaden. Das ist die Version 1.1.0. Ich weiß nicht, warum der Modder das nicht auf seine Seite veröffentlicht hat. Keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen. Auf jeden Fall geht ihr dann hier auf Menü SP-Zip und ladet es euch dann darunter. Dann habt ihr die aktuelle Datei ohne irgendwelche Abstürze oder irgendwelche Fehler. Das ist wie gesagt die 1.1.0 Datei. So. Als nächstes, Freunde, braucht ihr die Game-Config. So, da gebt ihr einfach in die Suche ein. Game-Config. So. Die braucht ihr nämlich auch. So, und dann geht ihr hier auf dieses hier. Mit der Version 1.0.17370. So, dann geht ihr hier drauf und ladet euch das runter. Wenn ihr das gemacht habt, einfach hier auf Herunterladen und es euch runterladen. So, wenn ihr das gemacht habt, braucht ihr noch zwei Zusatzdateien. Das ist auch ein Grund, warum GTA ständig abschmiert. Ihr braucht diese zwei Dateien hier. Steht auch in den Kommentaren, diese zwei Links hier. Einmal hier draufklicken, auf den oberen. Das braucht ihr auf einmal, beziehungsweise auf jeden Fall. Auch wieder einfach auf Herunterladen. Und auf dem Desktop speichern. So, des Weiteren braucht ihr natürlich noch das hier. Dies braucht ihr auch. Auf jeden Fall auch herunterladen und auf eurem Desktop speichern. So, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dateien. So, das sind diese hier. So sollte das dann bei euch aussehen. So, was macht ihr als allererstes jetzt? So, ihr geht in euer GTA 5 Hauptverzeichnis rein, wo euer GTA-Ordner ist. So, und dann müsst ihr jetzt Folgendes machen. Wir schieben das mal so hin, dass ihr das auch gut sehen könnt. So, als allererstes nehmt ihr den Skripthook 5 und geht in den Ordner Bin und schmeißt den DIN.8L 8L und den Skripthook. Den Native Trainer, den braucht ihr nicht. Dafür habt ihr das Menü-Mod-Menü. So, diese zwei Dateien schmeißt ihr einfach in euer Hauptverzeichnis rein. Einfach reinschmeißen. So, das geht ihr auf den Community-Skript. Da nehmt ihr diese Datei, diese und diese. Diese drei Dateien schmeißt ihr ebenfalls einfach in euer Hauptverzeichnis rein. So, dann können wir das zumachen. Dann kommen wir zu diesem hier. Das sind diese Zusatzdateien von der Game-Config. Einfach nehmen und hier reinschmeißen, ebenfalls ins Hauptverzeichnis. Dann kommen wir zu der zweiten Datei, die wir mit der Game-Config runtergeladen haben. Und zwar braucht ihr diese Datei und diese hier. Diese beiden schmeißt ihr ebenfalls in euer Hauptverzeichnis rein. Ich mache das jetzt alles nicht, weil ich das nämlich schon gemacht habe. So, dann nehmt ihr das Menü-Mod-Menü, das 1.1.0 und nehmt diesen Ordner und die Menü-ASI-Datei und schmeißt die ebenfalls hier in euer GTA-Hauptverzeichnis rein. So, jetzt kommen wir zu der Game-Config. So, die befindet sich, wo haben wir sie? Da, Game-Config. Da braucht ihr, geht hier in den obersten Ordner rein und geht auf einmal Traffic, einmal Pets. So, das braucht ihr. So, dann nehmt ihr die Config hier und schmeißt sie bei euch auf den Desktop einmal. Dann können wir das wieder zumachen. Als nächstes brauchen wir Open4. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass manche das Problem haben, Open4 runterzuladen, weil wohl irgendwelche Datei fehlen oder sowas. Keine Ahnung. Wenn ihr Probleme habt, den Open4 runterzuladen, dann sagt mir Bescheid, wenn sich die Kommentare anhäufen, schreibt es einfach in die Kommentare, dann werde ich für euch was Separates hochladen. Also von mir werde ich mein persönliches Open4 für euch packen und dann hochladen. Da könnt ihr das runterladen mit allen Dateien, die dazugehören. So, dann geht ihr jetzt, wenn ihr jetzt im Open4 drin seid, geht ihr auf Mods, Update
Update RPF Common Data. So, und hier schmeißt ihr jetzt die Game Config rein. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr GTA bzw. das Hauptverzeichnis und das Open Force schließen und ihr könnt GTA 5 ganz normal starten, ohne dass irgendetwas abstürzt. So, ich habe noch etwas. Wenn euer GTA trotzdem abstürzt, obwohl ihr das jetzt genauso gemacht habt wie ich, dann habt ihr irgendeine fehlerhafte Mod. So, es kann sein, dass bei euch jetzt hier noch Scripts steht, also den Skriptordner. Da kommt es meistens vor, dass in den Skriptordner irgendein Fehler drin ist, der mit einer anderen Mod nicht kompatibel ist. Das heißt, schmeißt einfach erstmal euren kompletten Skriptordner, den habe ich jetzt hier nicht, aber wenn ihr den habt, schmeißt einfach euren kompletten Skriptordner einfach mal aus dem Hauptverzeichnis raus und probiert es dann noch einmal zu starten. Wenn es immer noch abstürzt, obwohl der Skriptordner weg ist, dann müsst ihr wohl oder übel euren Mods-Ordner einmal komplett neu machen. Das heißt, komplett den Mods-Ordner löschen und einmal komplett neu machen, weil dann ist da irgendwas fehlerhaft, irgendwas nicht kompatibel. Dann bleibt euch nichts anderes übrig. Ihr müsst GTA jetzt nicht neu installieren oder so eine Scheiße, auf keinen Fall. Ihr müsst einfach nur den Mods-Ordner komplett löschen und einmal komplett neu machen. Ist zwar ein bisschen Arbeit, aber wenn ihr vernünftige Backup-Dateien habt, dann habt ihr das in einer halben Stunde geregelt, Freunde. So, meine lieben Freunde, ich hoffe, ihr habt jetzt keine weiteren Probleme mehr mit GTA. Wie gesagt, wenn doch, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein und ich versuche euch da dann so gut wie möglich zu helfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Leute, lasst einfach einen Daumen nach oben da, mehr möchte ich gar nicht. Ansonsten kannst du meinen Kanal noch abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Alles, was rund um GTA ist, bleibst du natürlich auf dem neuesten Stand hier. Ansonsten könnt ihr mir gerne noch auf Instagram folgen, würde mich auch tierisch freuen. Ansonsten war es das erstmal von mir. Leute, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.